Hi Leute, ich bin Andi und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Talking Malls. Auf die heutige Flasche freue ich mich schon ganz besonders. Wir probieren nämlich heute den Bowmore 15 Jahre Darkest. Bowmore, eine meiner Lieblingsbrennereien, liegt auf der Insel Islay, ziemlich mittig, direkt an der Küste. Ist gegründet 1779, ist somit einer der ältesten Brennereien auf Schottland und auch die, ich glaube sogar die allererste auf der Insel Islay. Und ist dafür bekannt, man weiß ja, Insel Islay klingelt sofort, Laphroaig, Ardbeg und Lagavulin, die füllen ihre Whiskys mit sehr hohem Rauchanteil ab. Man spricht so von 40 bis 50 ppm, also Parts per Million Rauchgehalt. Und der hier hat jetzt so 30, 35, beziehungsweise Bowmore generell. Und Bowmore ist auch dafür bekannt, dass sie ihre Whiskys halt nicht nur mit dieser deutlich rauchigen Note versehen, sondern auch noch gerne ihre Whiskys in Sherryfässern lagern oder zumindest nachreifen. So dass wir jetzt hier einen Whisky haben, der mit 30 bis 35 ppm nicht ganz so heftig rauchig ist, wie zum Beispiel von der Islay Südküste, allerdings trotzdem noch eine deutliche Rauchnote hat. Und er ist noch Sherryfass nachgereift. Und wer mich kennt, ich mag die Rauchbomben und die Sherrybomben und der hat halt nun beides. Und dieser 15 Jahre Darkest wird jetzt erst in Bourbonfässern, in Ex-Bourbonfässern gereift für 12 Jahre. Und dann geht man hin und reift ihn 3 Jahre in Oloroso Sherryfässern ab. Und es sind meines Wissens europäische Fässer. So dass man jetzt bei der Nachreifung nicht nur diese Sherry-Note hat, diese Sherry-Fruchtigkeit, sondern auch noch die Würze vom Fass und von der europäischen Eiche. Dann geht man noch hin und füllt ihn mit 43 Volumenprozenten ab. Das heißt, man gibt nochmal 3% obendrauf, macht das Ganze nochmal ein bisschen intensiver, färbt leider. Und dann schreiben sie hier hinten noch drin drauf, tiefes Bernstein, wie gesagt gefärbt. In der Nase, deliziöse dunkle Schokolade, sonnengetrocknete Früchte. Und Islay-Rauch. Und dann im Geschmack wundervolles Holz, tiefes Toffee, reiches Toffee, robust, komplexes Finish mit einem Hinweis von Sherry-Eiche. Jo, das ist diese europäische Eiche, genau. Ja, schütten wir uns die mal ein. Riechen jetzt schon. Direkt hat man diese deutliche Rauchnote in der Nase. Allerdings liegt direkt über dieser Rauchnote auch schon fetter Sherry. Zwar geht das so Richtung Lagerfeuer, dieser Rauch, also ist nicht so medizinisch wie Krankenhaus, Desinfektionsmittel, wie so beim Lagerfeuer oder erloschener Kamin. Ja. Wenn man Kaminabend gemacht hat und dann am nächsten Morgen zum Kamin wieder hingeht, das kommt da raus. Schön. Und diese Sherry-Note ist richtig dunkler Sherry, deswegen heißt es auch so Darkest. Da soll man wohl nur die Fässer nehmen, die
sehr dunkel ausfallen und tiefe Aromen geben. Und das merkt man hier auf jeden Fall. Rosinen habe ich. So eine leichte Kirschnote ist jetzt dabei. Und so eine Zitrusnote, die auf jeden Fall in Richtung Orangen geht. So eine saftige Blutorange. Stück Karamell. Und die Eiche ist jetzt auch schon ein bisschen zu spüren in der Nase. So eine komische, süße Eiche. Jetzt klettert der Rauch den ganzen Mund aus. Schöner Dorfrauch. Dazu diese Sherry-Süße. Deutliche Würzigkeit. Wird jetzt ein bisschen trockener im Mund. Jetzt geht's so hin na, dunkle Schokolade ist für mich nicht, eher so ein bisschen der Nachgeschmack von Espresso. So eine deutliche Bitterkeit ist dabei. Eiche. Stück trockenes Eiche noch im Mund. Schön, schönes Ding. Ja, der Rauch, der ist jetzt schon deutlich zurückgegangen. Die Nase hat sich jetzt schon dran gewöhnt. Sherry ist jetzt deutlicher zu spüren. Und jetzt kommt so noch so eine nussige Komponente dazu, die ich aber noch nicht so definieren kann. Ja, und ab und zu kommt noch dieser Kamin da draus. Sherryfruchtigkeit, getrocknete Früchte, ganze Palette. Sehr tief und dunkel im Aroma. Ordentlich süß. Jetzt kommt auch wieder dieser Torfrauch. Süßer Torfrauch. Jetzt auch Karamell dabei. Ja, und jetzt für mich wieder diese Kirschnote, die rüber geht so ein bisschen zu diesen Rosinen. Jetzt im Abgang wieder diese Eiche und er wird deutlich trockener. Bormau, einer meiner Lieblingsbrennereien. Kann ich jedem von euch ans Herz legen.
diesen Bowmore Darkest. Ungefähr 50 Euro müsst ihr auf den Tisch legen. Dafür bekommt ihr aber auch einen 15-jährigen Whisky, der halt diese Besonderheit hat, dass er einen relativ hohen Rauchgehalt hat. Und zwar so hoch, dass auch jemand sagt, oh, ich mag nicht so rauchige Whiskys, für den ist auf keinen Fall was. Und dazu noch diese ordentliche Sherry-Note. Ist schon eine besondere Mischung. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video natürlich auch wieder ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da oder schreibt mir ein nettes Kommentar. Und dann sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal, euer Andi.